Hallo liebe Wuselkinder, ich bin's wieder, eure Daniela und es folgt heute der dritte Teil von Nuru und Lela, das Wunder der Wildnis. Und so langsam verstehe ich auch den Titel. Ihr vielleicht auch, wenn ihr Teil 1 und Teil 2 schon gehört habt, in dem wir Nuru, den kleinen Löwen, wie soll man sagen, Prinzen sozusagen kennenlernt. Er ist der Sohn des Löwenchefs, des Rudels. Aber wir wissen noch nicht, wer Layla ist. Und jetzt gleich werden wir sie, vermute ich, kennenlernen. Was wir schon wissen, ist, dass natürlich, das werdet ihr auch wissen, Löwen und Hyänen große Feinde sind. Und wir haben schon mitbekommen, wie die Hyänen den Löwen die Beute geklaut haben und die sind nicht so gut aufeinander zu sprechen. Ich würde euch empfehlen, hört euch Teil 1 und Teil 2 an, die sind noch online, denn wir haben die ganzen Charaktere kennengelernt, die ganzen Löwen, die es schon gibt und wir haben schon ein paar Hintergründe erfahren. Also ich glaube, es wäre schlau, wenn ihr euch das anhört, bevor ihr diesen dritten Teil jetzt hier hört. Ich mache jetzt mit der Begegnung weiter. Nuru war unterwegs, das Versteck der Hyänen ausfindig zu machen, damit sein Vater den mal so richtig die Meinung geigen kann. Und er war auch, glaube ich, ein bisschen erfolgreich. Er hat eine Art Versteck gefunden und hat sich jetzt gerade umgedreht und hat in ein paar dunkelbraune Augen geschaut. Und da machen wir jetzt weiter, Kapitel 7. Die kleine Hyäne. Nuru wusste gleich, wer sie war. Diesmal hatte sie zwar kein Blut im Gesicht, aber er erkannte das orangefarbene Büschel zwischen ihren großen, runden Ohren wieder. Wahrscheinlich würde sie irgendwann genau so einen hässlichen Zottelkamm bekommen wie die Anführerhyäne, aber jetzt hatte sie noch etwas Welpenhaftes an sich. Anders als bei den Erwachsenen war ihr Fell flauschig, so dass man ihr Tüpfelmuster nur undeutlich sehen konnte und ihre Beine waren fast schwarz. »Hallo, ich bin Lela«, neugierig schnupperte sie in seine Richtung. »Und du bist?« Nuru fauchte. »Definitiv kein Erdmännchen«, stellte die kleine Hyäne fest. »Was?« Vor Verblüffung vergaß Nuru einen Moment lang die Zähne zu zeigen. »Wie kommst du darauf?« Lela schnupperte einfach weiter, den Kopf ein wenig schiefgelegt. »Na ja, was könntest du denn sonst sein? So scheu, wie du da hinter den Sträuchern hervorguckst. Andere heimlich zu beobachten, ist wohl deine Lieblingsbeschäftigung.« Als Nuru begriff, was sie damit meinte, begann er wieder zu fauchen. »Du hast mich gestern also auch gesehen bei eurem gemeinen Überfall.« Etwas irritiert wackelte Lela mit den Ohren. »Jetzt reg dich doch nicht so auf. Ich soll mich nicht aufregen, wenn ihr uns die Beute klaut? Ist das dein Ernst? Aber mich wundert bei euch gar nichts mehr. Wie es aussieht, haben Hyänen noch nicht mal Respekt vor eurem eigenen Rudel.« »Also erstens sind wir kein Rudel, sondern ein Clan«, verbesserte Lela, während sie sich mit einer Pfote hinter dem rechten Ohr schubberte. »Und zweitens weiß ich echt nicht, was du meinst. Respekt ist bei uns sogar sehr wichtig.« Nuru zögerte kurz, die Zähne immer noch feindselig gebleckt. Er wollte sich auf keinen Fall weiter mit diesem Hyänenmädchen abgeben. Überhaupt wünschte er sich jetzt nichts sehnlicher, als wieder bei seinem Rudel zu sein. Aber wenn er die Flucht ergriff, würde er in Lelas Augen erst recht wie ein Feigling wirken. Also zwang er sich, ihrem frechen Blick standzuhalten. »Ich habe vorhin gesehen, wie eine erwachsene Hyäne von einem Jungen vertrieben wurde«, erklärte er widerwillig. »Das nenne ich respektlos.« Seelenruhig kratzte Lela sich erneut und Nuru kam der Verdacht, dass sie mindestens so viel Ungeziefer am Körper hatte wie ein Warzenschwein. »Ach, du meinst wohl Azizi. Der hat sich doch genau richtig benommen. Darum hat er meiner kleinen Clanschwester ja Platz gemacht.« Nuru starrte sie an. »Du willst mir erklären, dass die Erwachsenen bei euch weniger Höflichkeit verdienen als die Jungen?«
Nicht direkt. Aber Azizi ist ein Mann und bei uns haben nun mal die Frauen das Sagen. Allmählich hatte Nuru das Gefühl, ihr müssten gleich die Augen aus den Höhlen kullern. Konnte das wirklich stimmen? War also auch die Anführerhyäne, die die Lela beim Fressen beschützt hatte, ein Weibchen? Aber vielleicht wollte Lela ihn ja nur durcheinander bringen. Das Beste würde sein, er machte ihr schnell seinen Standpunkt klar, bevor er endlich von hier verschwand. Nuru atmete tief durch und richtete sich zu seiner vollen Größe auf. Zufrieden stellte er fest, dass er Lela ein ganzes Stück überragte. Ist mir auch egal, wie ihr miteinander umgeht, solange ihr eure stinkenden Mäuler von unserer Beute lasst. Sucht euch jemand anderen, den ihr bestehlen könnt, wenn ihr zu blöd zum Jagen seid. Sofort begann Lelas Haltung sich zu verändern. Eben hatte sie noch entspannt gewirkt, aber jetzt straffte sich ihr gesamter Körper. Die Ohren neigten sich nach vorne und sie reckte ihren buschigen Schwanz steil in die Luft. Zu blöd zum Jagen? Mit hoch erhobenem Kopf funkelte sie Nuru an. Oh ja, natürlich sind wir das. Darum fressen wir auch immer nur das, was wir ganz zufällig finden. Und wo wir schon beim Thema sind, ich muss los. Mit einem Ruck wandte sie sich um und stürmte davon. Nuru schaute ihr verdattert hinterher. Was sollte denn das jetzt? Ihr Bau lag doch in der anderen Richtung. Unschlüssig blieb er sitzen und sah aus der Ferne, dass Lela zwischen den Grashalmen herumschnüffelte. War sie wirklich gerade auf der Suche nach etwas zu fressen? Nurus Magen zog sich sehnsüchtig zusammen. Erst im Nachhinein wurde ihm bewusst, wie gut genährt Lela ausgesehen hatte. Binti und Sadiki wirkten mittlerweile, als wäre ihr Fell zu groß für ihre dünnen Körper, und bei den Erwachsenen konnte man jeden Tag deutlicher die Rippen erkennen. Bestimmt sah Nuru selbst auch nicht besser aus. Wie kam es, dass diese kleine Hyäne so rund und kräftig war? Einen Moment lang kämpfte Nuru noch mit seinem Stolz, dann setzte er sich in Bewegung. Wenn hier irgendwo essbare Dinge herumlagen, musste er sie unbedingt finden. Womöglich gab es so viel davon, dass er sogar Binti und Sadiki etwas mitbringen konnte. Zum Glück war es nicht besonders schwierig, Lela zu folgen. Vom Schleichen und Tarnen hatte sie offensichtlich keine Ahnung. Ohne jede Vorsicht wackelte sie dahin und Nuru sah ganz deutlich, dass an Hyänen einfach nichts stimmte. Wieso hatten die bloß längere Vorder- als Hinterbeine? Und was sollte dieser viel zu lange, kräftige Hals? Damit konnte man ja gar nicht vernünftig laufen. Allerdings bewies Lela bei ihrem Schweinsgalopp ziemlich viel Ausdauer. Das musste man ihr lassen. Nuru war bereits außer Atem. Da stieg ihm auf einmal ein neuer Duft in die Nase. Ein köstlicher, verheißungsvoller Duft, der seinen Magen noch wilder rumoren ließ. Er traute seinen Augen kaum, als eine Gruppe weißbrauner Tiere in Sicht kam. Das mussten die Gazellen sein, nach denen Salama und die Tanten auf der Suche waren. Aber woher wusste Lela davon und was wollte sie hier? Ein unangenehmes Prickeln erfüllte Nuru, während er hinter ihr auf die Herde zuschlich. Die Gazellen rupften entspannt am Gras oder dösten in der Abendsonne. Eigentlich hätte ihr Anblick Nuru unbändig freuen müssen, aber etwas war hier faul, das spürte er. Ein kurzes, hohes Jaulen ertönte und er schaffte es gerade noch, hinter einem Termitenhügel in Deckung zu gehen. Entsetzt starrte er an dem Hügel vorbei auf mindestens 10 ausgewachsene Hyänen, die sich am Rand der Herde herumdrückten. Verflixt, wie hatte er nur so dumm sein können? Natürlich war Lela nicht losgezogen, um sich allein Futter zu beschaffen. Dafür hatte sie weder ausreichend Mut noch Grips. Sie war bloß der Fährte ihrer Clanmitglieder gefolgt. Schnurstracks lief sie jetzt auf die erwachsenen Hyänen zu und wurde von der struppigen Anführerin in Empfang genommen. Kleines, was tust du hier? Hörte Nuru sie fragen. Ich habe dir doch gesagt, dass ich dich rufe, wenn wir fertig sind.
Ach, immer in der Kinderstube hocken, maulte Lela. Dafür bin ich zu alt und es ist stinklangweilig. Lass mich wenigstens zuschauen, Mama. Also gut. Die Anführerin leckte kurz über Lelas flauschiges Fell. Schau zu und lerne, Prinzessin. Beinahe hätte Nuru in seinem Versteck spöttisch gefaucht. Prinzessin? Von wegen. Und was wollten ihr die Großen jetzt beibringen? Wie man Gazellen dumm anglotzt oder sich in ihren Kötteln wälzt? Vielleicht taten Hyänen ja sogar richtig eklige Dinge, nur um ihre Mägen zu füllen. Doch als sich die Anführerin zusammen mit zwei Clanmitgliedern in Bewegung setzte, wurde Nuru klar, dass die Hyänen etwas ganz anderes planten. Etwas, das er nie im Leben von ihnen erwartet hätte. Sie gingen zusammen auf die Jagd. Achtes Kapitel: In der Falle. Zuerst fand Nuru den Anblick einfach nur komisch. Obwohl diese drei Hyänen erwachsen waren, verstanden sie vom Schleichen genauso wenig wie die kleine Lela. Statt in geduckter Haltung durchs Gras zu pirschen, schlenderten sie einfach auf die Herde zu. Ihre Schwänze baumelten locker nach unten, aber sie hielten die Köpfe weder besonders tief noch angriffslustig erhoben. Der Unterschied zu einer jagenden Löwin hätte kaum größer sein können. Im Grunde wirkten die Hyänen, als wären ihnen die Gazellen vollkommen egal. Das Erstaunliche war, die Gazellen schienen das auch zu glauben. Wäre Salama ihnen so nahe gekommen, hätte die Herde sicherlich die Flucht ergriffen. Jetzt aber blickten die Tiere nur ab und zu kurz hoch und fraßen dann ruhig weiter. Na schön, sagte sich Nuru, sie wissen eben, dass Hyänen nichts drauf haben. Warum sollten sie sich also vor ihnen fürchten? Noch während er das dachte, stürzte die Anführerin plötzlich nach vorne. Sie schoss blindlings in die Herde, ohne auf ein besonderes Tier abzuzielen, und blieb gleich wieder stehen. Regungslos beobachtete sie, wie die Gazellen davonrannten. Es war der ungeschickteste Jagdversuch, den Nuru je gesehen hatte. Selbst Binti und Sadiki hätten das besser hinbekommen. Aber der Anführerin schien das Ganze nicht mal peinlich zu sein. Während sich die Gazellen allmählich wieder beruhigten, kehrte sie zu ihren Clanmitgliedern zurück und wirkte dabei sogar ausgesprochen zufrieden. Als nächstes setzte sich die Hyäne mit dem zerfledderten Ohr in Bewegung, die Nuru schon bei dem Raub aufgefallen war. Auch sie galoppierte in Richtung der Herde und brachte die Gazellen dazu, ein Stück weiterzulaufen. Leichtfüßig stoben sie durchs Gras, nur ein einziges Tier benahm sich ein bisschen auffällig. Es zögerte, sah sich verwirrt um und strauchelte dann. Vermutlich war es sehr alt oder krank. Ein Gedanke durchfuhr Nuru wie ein Blitz. Hatten die beiden Hyänen die Herde etwa auf die Probe gestellt? Sie hatten beobachtet, wie jede einzelne Gazelle sich verhielt und so die perfekte Beute herausgefunden. Jetzt stürmten sie gemeinsam los und die ausgewählte Gazelle hatte keine Chance. Schon waren die Hyänen bei ihr, packten sie an der Seite und rissen sie zu Boden. Das alles ging so schnell, dass Nuru es kaum fassen konnte. Stocksteif kauerte er immer noch im Gras, als die Jagd bereits vorüber war. Sämtliche Hyänen stürzten sich auf den Riss und begannen in irrer Geschwindigkeit zu fressen. Dabei zeterten und schimpften sie laut, um sich gegen die anderen durchzusetzen. Die Anführerin packte schließlich einen großen Brocken Fleisch und trug ihn ein Stück beiseite. In diesem Moment begriff Nuru, wie praktisch lange Vorderbeine sein konnten. Ohne auch nur ein einziges Mal zu stolpern, brachte die Anführerin ihre Eroberung in Sicherheit. Lela folgte ihr und die beiden machten sich genüsslich über das Fleisch her. Sie waren Nurus Versteck jetzt so nah, dass er ihr Schmatzen hören konnte. Plötzlich riss die Anführerin den Kopf hoch und sog scharf die Luft ein. Zu spät erkannte Nuru die Gefahr. Ein schauriges, langgezogenes Heulen ertönte. Schwestern, seht her!
Nuru erstarrte. Es fühlte sich an, als wäre auch sein Herz für einen Moment ganz still, ehe es panisch zu trommeln begann. Kein Zweifel, die Anführerin hatte ihn bemerkt. Auch die anderen Hyänen drehten sich nun alle in Nurus Richtung. Dann kamen sie näher, die Schwänze, Ohren und Mähnen so aufgestellt, dass sie mit einem Mal viel größer aussahen. Vergeblich rief Nuru seinen Pfoten zu: »Lauft! Nicht zieh weg hier, na los!« Aber er hätte den Hyänen niemals entwischen können. Jetzt wusste er ja, wie schnell sie waren. Also sträubte er nur das Fell und zwang sich zu einem Fauchen, als die ersten Hyänen über den Hügel spähten. »Was denn das?« fragte eine von ihnen. »Vielleicht unser Nachtisch?« keckerte eine andere. »Ein kümmerliches Häppchen, weiter nichts!« höhnte eine dritte. In der Abenddämmerung sahen ihre blutverschmierten Gesichter wie scheußliche Fratzen aus. »Kommt bloß nicht näher!« drohte Nuru mit zurückgezogenen Lefzen und presste sich gegen den Termitenhügel. Die Hyänen brachen in Schnattern und Johlen aus. »Baby Glitzeklein möchte gern gefährlich sein!« kreischte die mit dem zerfledderten Ohr. Langsam umkreisten sie ihn und Nuru begriff, dass sie mit ihm spielten. Noch. Aber wie lange würden sie sich wohl von ihrem Festmahl ablenken lassen? Mit dieser Frage war er offenbar nicht allein. Zwischen den Stimmen der erwachsenen Hyänen ertönte ein hohes Fiepen. »Mama, ich habe immer noch Hunger. Können wir jetzt weiterfressen?« Lela spähte zwischen ihren Clanmitgliedern hindurch und begegnete Nurus Blick. Falls sie erkannt hatte, in welcher Gefahr er schwebte, war es ihr bestimmt egal. Wieder begann sie zu quengeln und ihre Mutter stieß ein mahnendes Brummen aus. »Später, Kleine, schau zu und lerne«, befahl sie, genau wie vor der Jagd. Bloß, dass jetzt Nuru die Beute war. Vor Panik wurde seine Kehle so eng, dass er kaum noch atmen konnte. Sein Herzschlag dröhnte in seinen Ohren und vermischte sich mit dem Lärm der Hyänen. Allmählich zogen sie ihre Kreise enger um ihn, während sie gellend durcheinander riefen. Dann war da plötzlich ein neues Geräusch, ein vielstimmiges Kichern, das aber gar nicht fröhlich klang. Eher nervös. Fast so, als fürchteten sich die Hyänen vor »Löwen«, schrie Flatterohr, »richtige, echte Riesenlöwen!« Die Anführerin wirbelte herum. Im nächsten Augenblick schossen drei gewaltige Schatten an Nuru vorbei. Sie landeten genau zwischen ihm und den Hyänen und der Boden erzitterte unter ihren riesigen Pranken. Das Gebrüll, das sie ausstießen, klang für Nuru fremd und vertraut zugleich. Noch nie hatte er seine Mutter und die Tanten so wütend erlebt. »Zurück mit euch!« tobte Salama. »Lasst meinen Jungen in Ruhe!« Oyana schnurrte in Richtung der Anführerin und Penda schlug mit ihrer Vorderpfote nach Flatterohr. Die fand anscheinend, dass ein kaputtes Ohr ausreichte. Kichernd tänzelte sie nach hinten und die anderen Hyänen folgten ihr. Nur die Anführerin stand noch einen Moment reglos da. Sie klemmte auch den Schwanz nicht zwischen die Beine wie ihre Clanschwestern. Hoch aufgerichtet starrte sie Salama an, bis Lelas Fiepen wieder ertönte. Die Löwinnen drehten suchend die Köpfe, doch die Anführerin kam ihnen zuvor. Blitzschnell hatte sie ihre Tochter erreicht, schirmte sie mit dem Körper ab und packte wieder ihren Anteil der Beute. Auch die restliche Gazelle war in Windeseile zerrissen worden. Mitsamt den Fleischbrocken liefen die Hyänen davon und schon bald war ihr schauriges Gekicher verklungen. Von der Gazelle blieb nichts weiter zurück als ein blutiger Fleck im Gras. Nuru fühlte sich, als wäre er aus einem bösen Traum erwacht. Zitternd blickte er zu Salama hoch. Die senkte den Kopf und rieb ihre Wange so fest an seiner, dass er beinahe umkippte. »Bist du verrückt geworden?« schimpfte sie,
grob und liebevoll, wie es nur eine besorgte Mutter konnte. »Wieso um alles in der Welt bist du davongerannt?« Nuru war zu erleichtert, um zu lügen. »Ich hab nach den Hyänen gesucht.« »Na, das war ja ein voller Erfolg«, sagte Tante Oyana mit gutmütigem Spott. Schwer zu glauben, dass sie eben noch zornig geknurrt hatte. Ihr Gesicht wirkte wieder so sanft wie immer und auch Penda hatte sich mittlerweile beruhigt. »Wenigstens hast du nicht allzu viele aufgestöbert«, meinte sie. »Jede von uns könnte nicht mehr als 4 Hyänen vertreiben, also waren wir jetzt gerade stark genug. Glück gehabt.« Salama kochte immer noch vor Wut. »Und warum musstest du nach Hyänen suchen, wenn ich fragen darf?« fuhr sie Nuru an. »Wolltest du sehen, wie schnell sie dich zerfetzen können? Sei froh, dass wir in der Nähe waren und dass aufgeregte Hyänen solchen Krach machen, sonst hätten wir dich garantiert nicht rechtzeitig gefunden.« Nuru holte tief Luft. Gleich würde seine Mutter nicht mehr böse auf ihn sein, sondern stolz. Wahrscheinlich würde sie aufpassen müssen, dass sie vor Stolz nicht platzte. »Es ist gut, dass ich weggelaufen bin. Immerhin habe ich den Bau der Hyänen aufgespürt«, verkündete er. Für einen Augenblick herrschte Stille. Erwartungsvoll schaute Nuru zwischen seiner Mutter und den Tanten hin und her, aber keine von ihnen wirkte stolz, und kurz vorm Platzen waren sie erst recht nicht. Sie kehrten ihm nur die Schwänze zu, ehe Salama mit leisem Grummeln sagte: »Ab nach Hause.« Verwirrt stolperte Nuru neben seiner Mutter her. »Mama, hast du nicht zugehört? Ich weiß jetzt, wo die Hyänen wohnen. Naja, eigentlich wohnen im Bau nur ihre Jungen, weil der Eingang zu eng für die Großen ist. Trotzdem kommt sicher der ganze Clan immer wieder dorthin. Und wenn Akida den richtigen Zeitpunkt erwischt, könnte er...« »Nuru«, fauchte Salama, »hör auf damit!« Nuru blieb stehen, die Pfoten vor Verärgerung fest in den Boden gestemmt. »Der König hat doch gesagt, er wird die Hyänen für immer fortjagen, sobald er ihren Unterschlumpf kennt.« »Kleiner Prinz«, sagte Oyana leise, »begreifst du denn nicht? Es ist zwar gut möglich, dass König Akida in seinem großen Revier den Überblick verloren hat, aber wo sich der Bau der Hyänen befindet, das weiß er schon lange.« Ungläubig starrte Nuru zu ihr hoch, aber sie hielt die Augen weiterhin nach vorne gerichtet. Auch die anderen beiden sahen ihn nicht an. »Du bist noch zu klein, um das zu verstehen«, meinte Salama bloß, »und viel zu klein, um allein durch die Savanne zu streunen. Also lass uns lieber dafür sorgen, dass der König nichts von deinem Ausflug erfährt.« So, das nächste Kapitel schaffe ich nicht mehr. Das machen wir dann nächstes Mal. Da geht's dann weiter mit Kapitel 9. Für heute war's das. Ich freue mich aufs nächste Mal. Macht's gut.